Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie beim EcoDan Smart Controller die erforderlichen DIP-Schalter-Einstellungen vornehmen und den Smart Controller mit einem EcoDan-System verbinden. In unserer Demonstrationsanlage verbinden wir den Smart Controller mit dem Masterregler eines EcoDan-Kaskadensystems. Im ersten Schritt werden die DIP-Schalter eingestellt. Die Kaskade ist fürs Kühlen vorgesehen, demzufolge muss der DIP-Schalter 1.7 beim Smart Controller auch auf On geschaltet werden. Sollte das EcoDan-System nur zum Heizen vorgesehen sein, bleibt dieser DIP-Schalter 1.7 auf Off. Der Kunde wünscht einen Vorlauftemperaturbereich im Kühlen von 10 bis 25 Grad Celsius. Hierzu ist dann der DIP-Schalter 1.2 auf On zu schalten. Der Vorlauftemperaturbereich soll von 25 Grad bis 60 Grad Celsius gehen. Demzufolge werden dann hier DIP-Schalter 1.3 und DIP-Schalter 1.4 auf On geschaltet. Als Eingangssignal ist ein 0 bis 10 Volt Signal vorgesehen. Demzufolge bleiben DIP-Schalter 1.5 und 1.6 auf Off. Die erforderlichen DIP-Schalter-Einstellungen sind vorgenommen. Jetzt kann der EcoDan Smart Controller mit dem Masterregler verbunden werden. Hierzu muss der Masterregler dann auch spannungsfrei geschaltet werden. In unserem Demonstrationsaufbau entferne ich den Stecker hier und verbinde diesen Kontakt mit dem Steckplatz CN105. Die Verbindung zur Masterplatine ist hergestellt. Die Spannungsversorgung kann auch wieder hergestellt werden. Das EcoDan-System fährt hoch. Da keine weiteren Eingänge am Smart Controller belegt sind, wird er das EcoDan-System einschalten und dann Raumtemperaturregelung bei 20 Grad Celsius aktivieren. Dass der EcoDan-Regler mit dem Smart Controller kommuniziert, sehen wir an diesen Leuchtdioden. Das System ist eingeschaltet und im Heizmodus. Wie das EcoDan-System bei der Aktivierung der Eingänge reagiert, zeigen wir in einem weiteren Film.